Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Zelda The Windbreaker. Wir sind beim letzten Mal auf eine neue Insel gekommen und stehen jetzt hier in einem komischen Raum mit einem Baum und der wird ein bisschen, naja, zugerichtet halt. Wir haben jetzt die Aufgabe, irgendwie ihn davon zu befreien. Ich glaube, wir kommen doch gar nicht so ran einfach. Nicht wahr? Ah, nee. Kann man die irgendwie anvisieren direkt? Gar nicht. Okay. Kannte man die irgendwie noch rollen? Ich bin kaum. Nee, so wird es auch nichts. Oh doch. Oh Gott. Ja, rein ins Gewummel hier. Ohne groß nachzudenken. Tropfen noch aufheben. Grünes Schleimgelee. Yay. Opten die Beutetasche damit. Das grüne Gelee enthält viele wertvolle Bestandteile, die deiner magischen Energie wieder auf die Sprünge helfen. Allerdings muss es noch weiterverarbeitet werden. Naja, klar. Ist jetzt noch einer übrig hier? Naja, ich höre sie doch. Nein. Jetzt muss ich schnell einsammeln. Naja, gut, der ist weg. Och nee. Der eine jetzt hier war. Ja, komm! So. Na bitte. Ich glaube, das kann ich nicht lesen. Es tut mir leid. Haben wir hier komischen Zeichen? Aber ja, ungefähr genau das gleiche Gesicht wie Link. Habe ich gerade drauf. Was? Aber ich glaube, er bedankt sich hoffentlich bei uns. Bitte entschuldige. Es ist nur so, dass dein Gewand mich an vergangene Tage erinnerte und ich mich der Sprache aus eben jenen Tagen bediente. Ich bin der Schutzgott dieses Waldes, der Dickenbaum. Ich danke dir, dass du mich von diesen Plagegeistern erlöst hast. Sag mir, derjenige, der dich hierher geführt hat, ist nicht zufällig ein sprechendes Bursch namens Roter Leunenkönig? Das dachte ich mir. Dann benötigst du also den Diamant der Göttin, nicht wahr? Krieg ich den jetzt einfach so? Ich verstehe. Damit ist auch das Rätsel um all die Monster geklärt, die vor einiger Zeit hier aufgetaucht sind und die Wälder unsicher machen. Dieser schädliche Ganon ist demnach wieder auferstanden. Eile ist geboten. Krox, Kinder des Waldes, dieser Junge ist nicht euer Feind. Seid unbesorgt und zeigt euch. Oh Gott, wie niedlich! Wie süß! Was jetzt? Wie lautet dein Name, mein Junge? Wo ist denn der Baum? Link? Link, darf ich dir die Crocs vorstellen? Sie sind ein Volk von Waldgeistern. Ursprünglich waren die Menschen, waren sie Menschen, aber die langen, langen Jahre des Lebens umgeben vom Meer haben sie ihre jetzige Gestalt entwickeln lassen. Die Menschen haben Angst vor ihnen, wegen ihres Aussehens, aber in meinen Augen sind sie alle liebe, brave Kinder. Wie gewohnt wollten wir gerade alle zusammen unsere alljährliche Zeremonie abhalten. Den Diamant, den du benötigst, will ich dir nach der Zeremonie aussendigen. Aber wenn wir uns jetzt nicht mit der Zeremonie beeilen, dann geschieht noch ein Unglück. Nun dann, sind alle bereit? Wollen wir beginnen? Dekobau, es ist furchtbar. Es ist ganz furchtbar. Makoros, Makoros ist... Was ist geschehen, Julius? Du und Makoros. Ihr kommt aber auch immer zu spät. Ah, aber nein, Dekobaum, Makoros ist in den Verbotenen Hain gestürzt. Was sagst du da, in den Verbotenen Hain? Ja,
habe ihm doch gesagt, er soll vorsichtig sein, aber Makros sagte, er würde diesmal die Route oberhalb des verbotenen Hains fliegen. Das sei eine Abkürzung. Na, dieser Makros. Link, du hast es ja gehört. Tu was für dein Ding. Der verbotene Hain liegt gleich neben diesem Wald. Es ist ein unheimlicher Ort, an dem sich schreckliche Monster niedergelassen haben. Und dort ist mein kleiner Makros abgestürzt und wird jetzt bestimmt von ihnen gefangen gehalten. Du wurdest vom roten neuen König hergeschickt. Dürfte ich dich wohl darum bitten, meinen kleinen Makros zu retten? Dekobaum, Menschen können aber nicht fliegen. Du hast recht, vom Meer aus kommt man dort wohl nicht hin. Link, du scheinst mir zwar schwerer zu sein als die Crocs, aber es muss funktionieren. Benutze diesen Gegenstand, den ich dir gebe, und fliege damit durch die Lüfte. Ist das nicht so ein komisches Blatt? Sieht merkwürdig aus. Was ist ein komisches Blatt? Natürlich ist es ein komisches Blatt. Es ist ein Baum. So, natürlich wieder mal ein kleiner Absturz erstmal. Also dann, Link, klettere bis hinauf über meinen Kopf und hol dir das Blatt. Ja, scheint wir sollen danach durch die Gegend fliegen. Ich freue mich drauf. So ein bisschen irgendwo draufklettern. Wie soll ich denn da jetzt hochklettern? Hallo. Der verbotene Hain war einst ein friedlicher Ort, an dem wir sorglos zusammenlebten. Und deswegen steht dort auch unser Haus. Solltest du irgendwie in Schwierigkeiten geraten, dann suche das Haus, das wie ein Baumstumpf aussieht. Ja, okay, klar, warum nicht? Der greift mich gar nicht. Ich wollte gerade sagen, der greift mich ja gar nicht an und dann. Was geht hier vor sich? Hä? Ich will hier raus. Oh, okay, ja, ist cool. Au! Wie, oh Gottes Willen. Ich dachte, das ist für mich irgendwie so eine fleischfressende Pflanze, wollte sie angreifen, da kommt sowas dabei raus. Wie kann ich das denn mal irgendwie steuern, bitte? Wenn ich gerade reingekommen bin. Nein. Ich würde das gerne irgendwie ändern. Ich klatsch doch da voll daneben. Ernsthaft? Aufs Baumdingsblatt muss ich ja, glaube ich, nicht raufkommen, oder? Nee. Ach Gott. Ich glaube, Leute, das wird ewig dauern. Wer ich das weiß? Oh ja. Hast du nicht irgendwelche Tipps für mich? Weißt du, was das hier für eine Pflanze ist? Das ist eine Planta Humper. Und wenn du dich vor sie stellst und Richtung drückst, gelangst du in sie hinein. So eine Planta Humper ist aber nicht unbedingt glücklich darüber, wenn es sich jemand in ihr gemütlich machen will. Sodass sie die Angewohnheit hat, den frechen Eindringling nach oben auszuspucken. Das kann man natürlich ausnutzen, um an die hochgelegenen Orte zu springen. Ja, aber irgendwie stelle ich mich darin ziemlich dusselig an. Ach Gott, er fliegt durch die Gegend. Mit Hilfe der Dekoblätter können wir durch die Lüfte fliegen. Wir wiegen ja nicht allzu viel. Aber du scheinst mir etwas schwerer zu sein, werter Freund. Nun ja, wird schon klappen. Ach, der ist aber sehr optimistisch. Wir können mal hier oben noch reingucken. Vielleicht ist da jetzt was drin. Eigentlich sind wir ja alle Himmelsrichtung verstreut und züchten Neuwälder. Jeder auf einer anderen Insel. Doch heute haben wir uns alle hier auf Tanopia eingefunden, um zusammen unsere alljährliche Zeremonie zu feiern. Nun ja, aber jetzt ist diese Sache mit Makros passiert. Werter Freund, könntest du vielleicht Makros irgendwie helfen? Ja, na sicher doch. Stop. Nein, wir sind ja so freundlich und war. Ja, hallo? Sei mir gegrüßt, werter Freund. Mein Name ist Payenus. Und ich habe mich ganz der Herstellung von allerlei Tränken aus Früchten des Waldes verschrieben. Ich wünschte, ich könnte dir einen nützlichen Trank schenken, aber leider habe ich hier nur Tränke, die ausschließlich bei Crocs Wirkung zeigen. Halt! Da will mir was ein!
Sobald du dir magische Energie angeeignet hast, werter Freund, wirst du sicherlich einen Trank brauchen, um diese bei Zeiten wieder aufzufrischen. So einen kann ich dir gewiss brauchen, vorausgesetzt, ich habe die nötigen Ingredienzien, versteht sich. Tja, der Haken ist nur, dass es in diesem Wald leider keine der Ingredienzien gibt, die man zur Herstellung eines solchen Tranks braucht. Hätte ich allerdings die Samen dieser dämonischen Pflanze, die zuhauf im verbotenen Hain wachsen, sehe die Sache schon wieder ganz anders aus. Kannst du mir folgen, werter Freund? Ja, ist klar, ab in den verbotenen Hain, sich erstmal so halb umbringen. Und dann kann man sich auch ein paar Tränke brauen lassen. Gut. Das heißt, wir versuchen jetzt so eine halbe Stunde lang hier irgendwie hochzuspringen, bis der Part beendet ist. Und dann schneide ich das einfach so zusammen, wenn ich es gerade schaffe. Ach Gott, das ist irgendwie echt komisch tricky gemacht hier, finde ich. Ach Gott. Jetzt habe ich es langsam raus, man muss es mit der linken, mit dem linken Analogstick irgendwie machen. Kann ich den mal ausrichten noch ein bisschen? Jetzt aber. Ich mache mal lieber nichts jetzt. Oh Gott. Ich hätte auf den Baum springen müssen. Ach Gott, ich bin so ein Trottel. Ich brauche so ein bisschen Heilung, dass ich noch dreimal runterfalle. Kommt schon, irgendwo muss auch hier noch ein Herz versteckt sein. Ach, geht doch. Ui. Und jetzt nochmal neu. Ach Gottchen. Ich schaff das noch. Ich kann das. Bald, schon bald, meine lieben Freunde. Ist es soweit und auch wir werden oben am Baum gekommen sein. Was? Ach nein. Ich brauchte mehr Schub irgendwie. Aber es ist echt interessant. Also mit sowas hatte ich noch nie zu kämpfen. Oh Gott, daneben. Ein bisschen hätte mir noch gefehlt. Ich glaube, ich muss mir doch einfach mal die Zeit nehmen, das vorher einzustimmen, bevor ich direkt drauf springe auf diese Pflanze. Dann lieber erstmal noch ein bisschen korrigieren. Meine Flugbahn hier. Na, doch. Mal gucken. Ah, gut, ich kann da jetzt hoch. Oh Gott. Du bist wirklich sehr geschickt darin, werter Freund. Naja, geschickt. Sieht bestimmt anders aus. Weiter so, bis ganz oben. Wenn du dich in der Sprungrichtung täuschen solltest, dann lass einfach in neutraler Position, so landest du wieder sicher in der Planta Humpa. Ja, haben wir ja schon festgestellt, aber das mal so auszutesten. Wo muss ich jetzt hin? Ah, okay, alles klar. Ich muss einfach mal ein bisschen rauszoomen. Ach, so ein schöner Baum hier. Direkt rein da. Das ist aber auch richtig gefährlich, muss ich sagen, hier. Wenn man sich da mal ein bisschen verdrückt und hier runterfällt, na, dann auf Wiedersehen, wa? So, das sollte es aber jetzt gewesen sein. Puh! Du hast das Dekoblatt gefunden. Lege es auf eine Dings und wirbel deine Umwelt kräftig auf. Benutzt du es im Sprung, kannst du mit Hilfe deiner magischen Energie durch die Lüfte gleiten. Du musst dabei lediglich auf die Windrichtung achten. Werter Freund, hier drüben. Da hängt so ein kleiner. Flieg fein dort drüber mit der Hilfe des Dekoblattes zu mir. Der ist auch wieder ganz putzig. Wir packen das mal auf das Segelsymbol. Da hinten ist das Blatt. Hey. Und drauf da. Können wir erstmal kurz sichern, so aus Sicherheitsgründen? Ja, wir setzen fort. Das kriegen wir noch hin hier alles. Das schaffe ich noch. Hä? Boah. Wie soll denn das gehen eigentlich hier?
Hä? Also man muss in die entgegengesetzte Richtung sowas machen, dann kriegt man so einen kleinen Schub. Ich stelle mich mal jetzt hier oben drauf und probiere das nochmal. Wir haben wirklich aufpassen sollen, was der mir erzählt, richtig? Jetzt bin ich wieder raus. Ich kann mit einer Luftbälle schießen. Ich kann gar nicht fliegen hier. Oh Gott. Schon wieder nach oben kommen, das ist ja peinlich hier. Ist irgendwie klar, dass ich hier eine Ewigkeit brauche. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich mir so gedacht, so, ach ja, hier ganz schnell durch. Nö, kriege ich hin. Das wäre zu einfach. Ich kann euch ja keine Abwechslung bieten. Was wäre ich denn für ein komischer Mensch? Ach Gott, nein, jetzt auch noch. Richtung wechseln. Jo, jo, in die Richtung. Ja, das ist schön. Gleich. Bald, schon bald. Wey, ich bin nicht nochmal runtergefallen. Ja, warten wir mal, bis wir oben sind. Nur einen kleinen Zentimeter zur Seite und schon ist man erledigt. Wie geht's eigentlich da lang hin? Tja. Ich weiß auch immer noch nicht ganz so genau, was wir eigentlich machen sollen. Damit. Wir finden deine Umgebung auf. Ja, schön. Gedrückt halten funktioniert auch nicht. Ganz schnell, ganz oft, ganz viel. Nein. Eine schöne Glühwürmchen kommt dabei vor, aber gut. Was soll ich tun? Das liegt schon wieder an der Durchführung, richtig? Nicht an dem, was ich irgendwie. Ach Gottchen. Nicht doch. Da ist eine Erklärung dazu, so. Die Umwelt kräftig aufwirbeln. Wenn du es im Sprung einsetzt, kannst du durch Gebrauch der magischen Energie durch die Lüften gleiten. Ach Gott, beim Sprung auch noch. Ich versemmel das doch voll. Soll ich eigentlich in die Richtung dann einfach wirbeln, die ich springe? Ich kann mich ja schlecht umdrehen dabei. Wollen wir mal versuchen nochmal geben? Ansonsten mache ich das so lange, bis es perfekt klappt und dann überrasche ich euch damit im nächsten Part. Na gut. Ach, bitte, geht doch. Na super. Hey. War gar nicht so schwer. Oh Gott, was war das? So eine kleine magische Portion. Und wie er sich freut. ja, das war kein großes Ding. Großartig, werter Freund. Du scheinst den richtigen Umgang mit dem Dekublatt bereits prima zu beherrschen. Aber, wie vermutet, kannst du nicht allzu lange fliegen, da du viel schwerer bist als wir, werter Freund. Also dann, da drüben ist der Eingang zum verbotenen Heim, in dem der arme Makoros abgestürzt ist. Bitte rette unseren Freund Makoros. Natürlich, natürlich. Gerne doch, gerne doch. Ich will mir noch ein halbes Herz irgendwo hier. Ein paar Büsche töten. Oh, was ist denn das hier? Imaginäre Wand, was ist hier los? Hier nur ein Herz. Ein Herz. Gibt's denn sowas hier nicht? Das freut die Waldgeister bestimmt voll, wenn ich die ganzen Büsche weghaue. Okay. Nein, ab in den verbotenen Hain. Bestimmt noch ein Stückchen bis dahin laufen. Eww. Fliegende Viecher unterwegs, ein Wirbelsturm, ein kleines Blatt. Ach du Schande, darf ich überhaupt in den Wirbelsturm reinkommen? Ach, Herzen, da sind sie doch. Ach, okay, was hast du zu berichten? Glückwunsch, werter Freund. Endlich hältst du das Dekublatt in Händen. Die unheimliche Insel, die du da siehst, ist der verbotene Hain, in dem Makoros gefangen gehalten wird. Flieg mit Hilfe des Dekublattes bis zum Eingang da drüben. Das Dekublatt ist ein windabhängiges Utensil. Wenn also der Wind nicht in die richtige Richtung weht, landest du im Wasser anstatt im Ziel. Ich hoffe jedenfalls, dass für dich der Wind in die Richtung da drüben weht. Kann man doch alles einstellen hier.
Wenn ich nur noch wüsste, wie. Ich bin nicht mehr so ein. Ja, ganz kurz gucken, ganz kurz. Sekündchen, so wie immer. Zettel rausgraben. Ich bin mir sicher, dass ich mir beim letzten Mal noch einen gemacht habe, weil man ja aus seinen Fehlern eigentlich lernen sollte. Und da ist es auch schon. Ich weiß nicht, ich hoffe, es funktioniert. Ansonsten kann man ja da drüben landen, wa? Wie ist das? Das ist jetzt auch noch eine. What? Nee, da drüben sind wir angekommen. Was ist da das da für ein Höhlenausgang? Na gut, ich versuch's mal mit irgendwie Musikeinstellung. Mal gucken. Ach nee, hat schon nicht funktioniert. Jetzt muss ich das andere Ding machen. So, Lied des Windes. Ich habe keine Ahnung. Nee, der muss ja die Richtung zeigen, wa? Genau. Jetzt könnte man im Prinzip auch einfach springen und singen, wa? Schluck. Auf geht's! Meint ihr, wir schaffen das? Ich hab das Gefühl, ich lande im Wasser und komme dann nie wieder raus. Hätte ich eine höhere Position gebraucht? Ich klatsche doch voll gegen die Felsen. Ich schaff das doch niemals. Schaff ich das? Ich schaff das. Ich schaff das! Nein! Hab Blub gemacht. Es war so knapp. Magische Energie, keine Herzen. Was ist hier los? Ey. Ich hab Baum. Die mag ich auch nicht. Magische Energie. Magische Energie. Autsch. So ein bisschen, da danke. Gerade eben haben sie mich noch vollgeworfen damit. Jetzt aber die Frage, wo lang, wohin? Ich brauche mehr Energie erstmal. Ich gehe nochmal zurück. Und ich ins Wasser springen. Was ist denn mit dem Jungen los? Der ist ja nicht ganz richtig im Kopf. Aber der ist ja gerade schon runtergesprungen. Ich guck mal, ob wir da nicht vielleicht noch was finden. Oh, danke. Zu freundlich. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wollen wir es doch einmal probieren, so wie es ist? Ein einziges Mal? Alle hopp. So wird das bestimmt was. Ich bezweifle zwar immer noch stark, aber irgendwie glaube ich tatsächlich, dass wir jetzt ein bisschen höher sind, weil ich gleich gestartet habe. Ich hoffe so sehr, ansonsten muss ich halt immer noch... Ach nee, diese Punkte, da kann man sich ja auch dran festhalten, nicht wahr? Ja gut, dann muss ich es anders machen. Okay, so viel ist mir jetzt auch klar. Dann würde ich doch behaupten, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn ich es mal erneut versuche. Und ja, man sieht sich.